Ja, das war ja mal Highlight, ne? Mike ist abgestürzt. Ich meine, es ist jeder, der Minecraft spielt, der kennt das im Schlaf, das stürzt andauernd ab, aber bei Mindtest ist es tatsächlich eine Seltenheit, dass Mindtest abstürzt. Von daher ist das schon, wo man sagen muss, wow. Wow. Dass Mindtest abstürzt, der Server muss echt hart. Echt hart am Struggeln sein. Na, aber schon, vielleicht later, falls du das Video siehst. Weißt du jetzt, was das Problem ist mit den ganzen Texturen da? Ich meine, ich habe jetzt nicht über nachgelesen, aber das meiste dürfte wohl von der Mod kommen. Dark Age. Was auch immer das für eine Mod ist, ich habe keine Ahnung, aber dass du da mal nachguckst, da haut irgendwas mit den Texturen nicht hin. Er findet da ein paar Texturen nicht und versucht die aber immer wieder nachzuladen. Und das bringt halt den Server extrem zum Stru den Klienten extrem zum Struggeln. Weil ich meine, hier ist er, man hat es gesehen, ich bin gerade auf einer Sichtweite von 50 oder so. Also absolut minimal. Ja, nee. Hat auch 50, genau, hat auch 50 gespielt. Und trotzdem schockert es teilweise noch. Hier sieht man ja, das ist nicht gerade das fließende Vergnügen. Also irgendwas ist da ganz hart am Kommen. So, du gehst weg, du gehst dahin. Jetzt haben wir hier ein bisschen Fackeln. So, wenn wir mal ein bisschen Licht hier haben. Komm, ich wirklich mal nach da. Okay. Jetzt wieder hier. Jetzt geht's auch wieder. Sehr schön. Ja, der Sturz war tief, tatsächlich. Fast so tief wie schon deiner Freundin. Ist ja gut jetzt. Ach komm. Mann. Der tief ist da ja nicht her. Das auf so einen Sonntagmorgen. Gut, das war Samstag, aber egal. Ich falle gleich so hart. Oh mein Gott. Ein Glück gibt es die Kriechtaste. Ich habe es mittlerweile echt fast verlernt, sie zu nutzen, weil sie bei meinem Server nicht funktioniert, da darauf ja diese Invisibility Mod eingestrichtert ist. Ich muss mal gucken. Ich meine, rausnehmen möchte ich diese Invisibility Mod nicht, weil ist schon für einen Administrator echt geil, ab und zu einfach mal zu sehen, was irgendwelche Vollspasten machen, ohne dass sie wissen, dass sie beobachtet werden. Weil, ja. Ich meine, grief natürlich nicht, wenn ein Admin zuguckt. Klar. Dementsprechend möchte ich da natürlich, denn wenn mir irgendwelche Sachen ein bisschen spanisch vorkommen, gerne sie beobachten, ohne dass sie es wissen. Und sie damit sich selbst freien Lauf lassen und ich sie quasi auf frischer Tat ertappen kann. Aber eben, das Problem ist halt, die Taste belegt halt eine Taste, die halt sehr häufig genutzt wird. Und ist natürlich kacke, dass die jetzt diesen Bug hat. Aber gut, das kennen wir ja mittlerweile alle. Ist ja. Ist halt blöd. So, dann mache ich mal das Ding da noch weg. Danke. Von daher kann ich bei meinem Server leider nicht kriechen. Da muss ich tatsächlich immer manuell bis zum Rand laufen und hoffen, dass ich nicht runterfalle. Das ist halt gar nicht so einfach. Ja, hier wird schon wieder dunkel. Okay, gut, das hätten wir. Jetzt ist die Frage, wie befestigen wir das Dach? Ich würde sagen, das hier geht nochmal zwei nach oben. Das geht auch zwei nach oben. Ja gut, hier brauchen wir nichts. Das ist Schwachsinn. Wobei, ganz ehrlich, doch, das Auge ist mit. Und wenn wir uns selber mal auf den Dachboden bewegen, dann sollte das schon passen. So, und jetzt haben wir nämlich hier gleich zwei Flächen, wo wir weiterbauen können. Also wir können einmal hier anbauen und einmal da anbauen. Und können jetzt da immer praktisch schön da. Deswegen.
Die Reihen gehen immer relativ easy. Ist halt immer nur die äußerste Reihe, die halt immer so schwierig ist. Weil da sich mein Test denkt, leckt mich am Arsch. Hä? Boah, Alter, mal klappt das nicht. Ach ja, ich glaube, das war das Ding mit diesen 45 Grad, dass ich praktisch, solange wie ich bis 45 Grad gucke, kein Problem, aber wenn ich diese 45 Grad übersteige, dann platziert er generell. Ja, genau. Das ist wirklich daran. Okay, also muss ich gucken, dass ich nicht zu schief gucke. Wow. So. Wow, das war ich. Oh. Ja, ist doch Bullshit hier, Alter. Das ist verkackt. Yes, Bullshit ist doch verkackt. Nein, nicht da unten. Oh Mann. Jetzt weiß ich, warum ich bei meinen Servern immer 12 Uhr eingestellt habe, dass es immer tags ist. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt hier überhaupt noch was seht. Also, man sieht noch was, ja, aber das Problem ist ja, YouTube cuttet ja sehr gerne Informationen aus dem Video raus. Heißt also, wenn ich jetzt was konvertiere und das dann hochlade, dann konvertiert das YouTube generell nochmal. Das ist natürlich sehr schön, weil ich kann bei mir hier sagen, ja, bitte einmal volle Qualität. Aber wenn YouTube dann immer noch sagt, nee, ja, das hier ist alles schwarz, wenn es hier unten blau wird, ist mir das egal, ich mache einfach alles schwarz, dann kann ich da hinten da nichts gegen tun. Da ist leider YouTube ein bisschen, naja, eigen, was das angeht. Die achten da scheinbar doch eher auf den Speicherplatz als auf die Qualität der Videos. Oh, Sonnenaufgang. Sieht irgendwie unnice aus. Nice. The Sonnenaufgang. The Gangbang pur. Voll scheiße. Und so. So, noch 6 Stück. Dann haben wir es geschafft. Da kommen die nächsten rein dran. So, und jetzt müssen wir gucken, wie machen wir das hier am dümmsten. Da wäre es eigentlich am besten, wenn wir nicht allzu dumm sind, sondern das hier. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir machen das so hier. Dann haben wir so schöne Querbalken. Das wirkt optisch immer sehr geil. Auch wenn es langsam gerade irgendwie das Holz ausgeht. Scheiße. Fuck. Ja. So, jetzt müssen wir nochmal hoch. Nochmal hoch da. So, und jetzt müssen wir nämlich hier jetzt dann noch die letzten reinmachen. Nein. Oh. Ich will sterben. Ich bin meines Lebens überdrüssig. So. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Easy. Easiest. Achso, ja, 45 Grad wieder beachten. Ist das kompliziert. Immer diese Leute, die freiwillig Architekt werden. So, dann haben wir das Dach auch mittlerweile fertig. Ach, schalt da schon wieder dieser Nebel drin, ey. Wieso geht der Nebel immer automatisch rein? Alle möglichen Einstellungen behält sich mein Test. Aber ausgerechnet Nebel, ja, das, was am meisten nervt, das macht immer wieder automatisch rein. Mal gucken, ob es irgendwie eine Einstellung gibt, dass er das automatisch mal zurücksetzt, dass ich die aktiviere. Weil ganz ehrlich, ich meine, wenn man sehr weite Sichtverhältnisse hat, ja, also so 200 oder, also, so wie ich halt normalerweise benutze, dann ist doch das mit dem Nebel kein Problem, dann ist es wirklich vorteilhaft, weil dann sieht es halt gut aus, wenn es dann so langsam rausfadet. Aber gerade wenn man halt sehr kurze Sicht hat, weil wegen Server, der mich ärgert, dann wirkt es mit diesem Nebel immer so behindert. Das wirkt dann einfach so, wie als wenn, ja, Nebel wäre. Mhm. Oh mein Gott, wir haben erhöhte Luftfeuchtigkeit, Tauwetter. Voll Frühling und so. Naja. Ich meine an sich, der Nebel scheut ja nicht, ne? Der Nebel hat ja, wirkt ja relativ gut. Aber das Problem ist halt, der Nebel wirkt halt nicht komplett. Weil, wenn man nämlich jetzt zum Beispiel irgendwelche Items hat, die man weggeworfen hat, also die irgendwo rumwirbeln, dann bleiben diese immer in voller Helligkeit, egal wie weit man weg ist.
Und vor allen Dingen, die Wolken bleiben auch da. Und beim richtigen Nebel würde man die Wolken ja auch nicht mehr sehen, ne? Von daher wird das dann immer ein bisschen so, hä? Muss das so sein? Ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Oh, ist es ein Feature with Eminem? Okay, Dach ist fertig. Jetzt können wir hier unsere Kacktreppe. Ach du Kacke. Ja, das war, weil ich Kacktreppe gesagt habe. So, dann noch da unsere schöne Fackel abnehmen. Komme ich da ran? Nein, natürlich nicht. Danke. Okay. Damit haben wir das Grundgerüst des Hauses schon mal fertig. Dann kommen wir jetzt. Alter, hier wächst. Ja, nee. Also, das kann ich vergessen, das wächst nicht. Müssen wir irgendwie mal Wasser ran scheffeln, dass wir hier denn noch zusätzlich Wasser ran machen. Das mit dem Wasser darunter. Wie gesagt, es ist ja. Sieht man ja, es ist dunkel geworden. Aber es wächst nicht. Oder wächst hier allgemein gar nichts? Ja, nee, da ist ja gewachsen bei ihr. Ist doch bescheuert. Okay. Oder spinne ich jetzt komplett? Ist doch dunkel geworden, oder nicht? Wo ist meine Flinte? Nein. Doch, hier. So ist hell, so ist dunkel. Da ist definitiv ein Unterschied zu sehen. Vor allem normalerweise, wenn es trocken wäre und ich jetzt hier das hier mache, dann müsste es ja nach einer Weile auch wieder so werden. Aber ich lasse es jetzt mal eine Weile so. Das bleibt so. Hatten wir ja probiert gehabt. Von daher ist der Boden an sich auf jeden Fall feucht, aber es wächst halt nichts drauf. Und da wäre halt die Frage, ob das jetzt ein Fehler vom Server ist oder ob ich da irgendwas falsch mache. Ich irgendwas falsch mache, was denn? Ich mach's genau so wie sonst immer auch. So, okay. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Jetzt ist das Haus soweit erstmal clean. Jetzt gucken wir, wo wir die Treppe hinbauen. Am besten wäre eigentlich doch direkt hier an der Wand. Okay, das heißt also, das Fenster hier kommt zu. Da kommen Bretter vorgenagelt. Nein, ich meinte die Bretter. Och Mann, Alter. So, easy. Und jetzt kommt hier eine Treppe runter. Da brauchen wir also, na war klar, dafür haben wir jetzt nicht mehr genug Holz. Mal meine Taschen aus. Hier ist ja hier. So viel Kacke gedünst, ist nicht gut für die Umwelt. Okay. Wir brauchen Holz. Das da. Nein. Das da. Jawohl. 8. Eigentlich müssten 8 reichen. Ja, genau. Okay. Wir machen 8. Also vom Erdgeschoss zu der oberen Etage machen wir eine normale Treppe. Da reichen dann die 8 vollkommen aus. Und von der oberen Etage zum Dachboden, da machen wir dann eine Leiter hoch. Heißt also, wir brauchen auch noch Leitern. Ich glaube, das ist jetzt gerade falsch, was ich hier mache. Ja, was ich gerade mache, ich wollte gerade das hier machen, aber das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Leitern. Da ist das Rezept etwas anders. Und zwar... Wie viele kriegen wir? 4 Stück. 4 Stück dürften nicht reichen. Ah, doch, wenn wir sie intelligent anordnen, dann reicht das tatsächlich aus. So, es kommt. Nein. Mann. Halleluja. So, ja, komm, machen wir erstmal so hier. So, la. So, hier hinten ist noch ein bisschen Stauraum, für weiß der Geier was, kann man später dann noch irgendwie irgendwas hinbauen, keine Ahnung. So. Ne? Digga, was geht? Level up? Nuts. Und was heißt das jetzt? Kann ich jetzt auch nicht schnell abbauen? Wäre schön, wenn da mal irgendwelche Informationen noch stehen würden. Fuck. Ich hab mich verrechnet, da ist ja noch so ein Tagendix mit dazwischen. Ah, das ist Bullshit. Dann muss ich also das Ganze hier nochmal ein bisschen
einkürzen. Das muss hier weg. Brauche nämlich dann noch ein bisschen mehr Holz. Das muss weg. Und die ganzen Treppen müssen alle eins weiter nach vorne. So, da kommst jetzt du ran. Du kommst noch da, du da, du da. So, bam, bam, bam. Okay, jetzt haben wir hier sogar gleich noch mehr Stauraum. Und dann brauchen wir eine Oh, haben wir noch gar nicht genommen. Eine Steintreppe. Dazu brauchen wir Stein. That makes sense. I hope. Ah, wir haben sogar Steintreppen. Warum haben wir Steintreppen? Für was haben wir Steintreppen gebraucht? Ach ja, fürs Dach oben. Nee, haben wir nicht. Doch, haben wir. Ah, weg mit dir. So, das kommt jetzt du dahin, du kommst dahin, bam. Und jetzt können wir direkt nach oben. Na, oh. Wie sieht es oben nochmal aus? Ich weiß gerade gar nicht, wie es oben aussieht. Es wäre intelligent. Gararend. Ich weiß nicht, ob wir hier nach oben können. Weil da oben haben wir ja. Doch, doch, können wir. Das ist kein Problem. Das funktioniert. Okay. Und schon sind wir hier oben. Tada! Aber ganz ehrlich, ich mache doch noch mal ein paar Leitern. Das sieht mir doch zu blöd aus. Nee, nee, du, da sind mir die Leitern. Das ist schon wert. Kann man schon. Siehst du, passt ganz genau. Dann haben wir hier noch direkt alle Stöcker quasi verwertet. Das passt dann optisch ganz geil. Können wir hier unten beginnen und haben hier oben sogar noch einen Überstulp. Wo man sich dann ordentlich, wenn man an die Leiter rangeht, hält man sich auch erstmal fest, ne? Man hält sich ja nicht unten fest und geht dann. Das ist ja Affengriff. Oh, ist ja noch alles offen. Das muss so sein. Das ist ein Sprungbrett in die Freiheit. Yay! Geronimo! Okay, das machen wir erstmal mit Erde zu. Das stört keinen. Das ist so gewollt. Spaß. Ne, aber hier können wir unser Dschungelholz benutzen. Dschungelholz, ich komme! Achso, siehst du, hier unten müssen wir noch einen Boden reinziehen. Fuck, hier ist noch Gras. Aha. Was mache ich mit den beiden Dingern? Lass ich erstmal in der Kiste, brauchen wir nicht. Das würde jetzt hier nur zu hinpassen. So, das nehmen wir für oben, für den Abschluss. Hä, was ist jetzt passiert? Wow. Och, Alter. So, und das hier nehmen wir hier unten für den Boden. So, hier drunter ist ja leider nichts mehr. Hier ist ja direkt The End. Powered by The End GmbH. Digga, wie der Hintergrund flackert, Alter. Fenster. Ist schon funny. Der Server macht mir echt Angst. Aber gut, wie gesagt, ist natürlich, der Server ist ja auch noch gar nicht offiziell, sondern der Server ist ja noch in der Entwicklung. Von daher ist das eigentlich alles nichts, was man jetzt irgendwie böse anlasten könnte. Weil ja, wie gesagt, ist halt Work in Progress. Doch, Work in Progress. Anders wäre es jetzt, wenn der Server schon offiziell online wäre, der dann noch solche Macken hätte. Das wäre dann tatsächlich ein bisschen blöd, aber ist ja nicht. So, machen wir hier noch zwei Fackeln hin, jetzt ist es auch gleich viel heller. So, und hier oben auf dem Dach brauchen wir hier Fackeln. Nee, du kannst so bleiben. So, jetzt kommen wir hier noch, machen wir hier noch ein bisschen Holz rein.
Und dann können wir eigentlich hier oben auch noch ein paar Kisten hinstellen. Also das packe ich hier unser Lagerraum. Ich sehe gar nichts mehr. Ich komme, ich mache mal doch ein paar Fackeln hin. Also eine. Weil es soll hier oben schon ein bisschen dunkler sein, weil so ein Dachgeschoss soll ja immer so ein bisschen besondere Atmosphäre haben. Und das, wenn es hier natürlich super hell drin wäre, ja hier so und so, ja, das hätte überhaupt nichts Besonderes mehr. Das wäre einfach nur ein heller Raum. Das soll schon so ein bisschen schummrig sein, so dass man hier wirklich so, ja, hier kommen die bösen Geister her. Ja. Okay, die Kiste brauchen wir nicht mehr. Wir müssen die aber abbauen, also leerräumen. Das heißt, wir brauchen... Mann, ich hasse das, dass hier nicht geht. Wieso geht's jetzt so? Habe ich in meinem Leben etwas falsch gemacht? Ja, jetzt geht's. Nee, hä? Jetzt geht's nicht mehr. Doch, jetzt geht's wieder. Hä, mal geht das, mal geht's nicht? Oh mein Gott, ich habe Angst. Okay, wir haben erstmal vier Kisten. Alter. Durch dieses mal geht's nicht, ist hier alles komplett durcheinander. Also. Nein. Jetzt geht's wieder nicht. Och Mann. Aha, jetzt geht's. Man muss immer zweimal drücken, oder was? Ja, man muss immer zweimal drücken. Ist ja auch witzig. Gut. Wir belassen es erstmal einfach mal mit dem... Hä, wie das hier... Ach ja, weil unter uns Wasser ist. Ja, that is funny. Nee, komm, sieht scheiße aus. Wir machen hier noch eine hin, damit passt das... Hä? Damit passt das denn? Goddammit. So, jetzt haben wir Doppelkisten. Das heißt also, wir stellen erstmal ganz modern hier eine Doppelkiste hin. Leider sind das ja keine Doppelkisten. Was eigentlich voll schade ist, dass die Dinger nicht connecten. Naja, kann ja nicht jeder Server so gut sein wie meine. Schade, unsere Eigenwerbung. Wobei, nee, Eigenwerbung wäre es nur, wenn ich sagen würde, wie mein Server heißt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz unterschwellig, ganz geheim sagen würde, dass der eine Server German Mindtest Server heißt, nee, German Vanilla Server, und der andere German Mindclone 2 Server, ja, wenn ich das sagen würde, dann wäre es schamlose Eigenwerbung. Ich werde einfach reinknallen hier. Aber solange ich das nicht mache, kam mir keiner was Böses. Oh, ich merke gerade, die Protection geht gar nicht so hoch. Wir waren gerade bei uns out of area. Oh, und hier ist natürlich auch noch, ja. Na super, wir haben natürlich nichts Zeug dabei. Danke, danke. Das ist quasi die, das da ist jetzt quasi das Plumpsklo. Wenn man schnell muss und kein Klopapier mehr hat, einfach alles darunter. Wir brauchen hiervon noch zwei. Und das andere kommt hier rein. So, sortieren tue ich dann später. Ja, siehst du hier oben, Area ist leer. Das heißt also, hier ist alles ungeschützt. Ab hier. Das ist natürlich scheiße. Eigentlich ist das aber noch nicht öffentlich erreichbar, sonst ich weiß nämlich nicht, die Kisten oben dürften keine abgeschlossenen Kisten sein. Und ich kann mal gucken, vielleicht sollten wir uns mal abgeschlossene Kisten bauen. Locket Padlock. Wie schreibe ich denn Chest, Alter? Locket Chest. Okay. Oh, wow. Ach du Kacke. Ah, gut, okay. Aber ich bräuchte davon den... Gut, heißt also, wir brauchen... hey, was ist das denn? Hidden Chair Door... Was? Hidden Chest Door Locket. Ah, lol. Okay. Da war praktisch eine Tür, die aber von vorne aussieht wie zwei übereinander stehende Kisten.
Was man aber nicht merken kann, weil man kann die Dinger nicht aufmachen. Und dadurch sieht man nicht, ob es überhaupt eine Kiste ist oder ob es überhaupt eine Tür ist, weil man kriegt nicht auf. So, egal, was wir brauchen ist jetzt das. Wir brauchen dafür jeweils, wir brauchen... Ah, okay, man kriegt immer zwei Schlösser. Gut, heißt, wir brauchen hiervon nur vier. Wir brauchen also 8-mal Eisen und einmal 3 Eisen. Gut, dann benehmen wir uns, klar. So, 11 Eisen, kein Problem, alles klar. Hä, wieso nur 5? Der hat doch gerade gesagt 6. Moment mal. Hä? Steelbar. Was hatten wir gerade? Das ist was anderes. Oh Gott, der Server haut nicht hin. Ah, scheiße. Hier überschneide ich gerade ein paar Rezepte. Das ist natürlich scheiße. Oh Gott, was ist was? Gibt's hier noch ein anderes? Nee. Gibt's kein anderes Rezept dafür? Nee. Es gibt nur das eine Rezept und das wird überschrieben. Und egal wie ich rangehe, wir brauchen immer ein Schloss. Aber wir können kein Schloss bauen, weil wir das Ding nicht erzeugen können. Weil es gibt, um das Ding zu erzeugen, nur das eine Rezept. Hier gibt es keine Auswahl. Aber wenn wir dieses so anordnen, dann bekommen wir was anderes. Und dadurch, dass man hier keine Auswahl mehr hat, ja, kann man uns sich damit den Stab nicht bauen. Steel Handle. Oh Gott. Ist das behindert? Ah. Das war's dann wohl, Schloss AD. Na gut, dann müssen wir also... habe ich Zugriff auf Area? Position 1. Ja, doch, habe ich. Okay, dann setzen wir selber nochmal eine manuelle Protection. Das muss ich dann später, denn die eigentliche Area muss ich dann später fixen. Wisst ihr was, mache ich jetzt gleich. Dann muss ich aber auch Lelias Protection rausnehmen. Fuck, Alter, oh Gott. Das geht garantiert nicht. Remove Area 33 geht garantiert nicht, meckert der. Ja. Und andersrum geht's auch nicht, weil wenn ich mich jetzt entferne, dann kann ich mich hier nicht mehr hinzufügen, weil dann gehört diese Fläche Lelia. Und zu einer bestehenden Fläche kann man sich selbst nicht hinzufügen. Sondern da kann nur derjenige einen hinzufügen, dem die Fläche dann gehört. Heißt also, wenn wir uns jetzt entfernen würden, würden wir uns hier praktisch aussperren. Okay. Dann muss ich oben erstmal eine eigene Protection hinzufügen. Und hoffen, dass bei dem Zwischenraum hier uns dann niemand hier ans Leder pisst. Okay. Dann machen wir das Ganze so. Area Position 2 und dann Protect Chests. You haven't protect. You can protect this area. Self protection is disabled or you do not have the necessary protection. Ich fick mir einen Schlüpper. Okay. Ja, gut. Die Zeit ist sowieso um. Ich glaube, wir beenden das Let's Play damit. Und ich persönlich warte jetzt, bis Layla mal wieder on ist. Und dann werde ich ihr berichten. Das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Wo sind eigentlich die anderen beiden Chests, die ich jetzt hatte? Habe ich jetzt die mit reingepackt? Ja, habe ich. Ja, gut. In dem Sinne würde ich mal sagen... Habe ich haufenweise Gerümpel, was wir nicht brauchen. Vor allem diese Stäbe, die wir nicht brauchen. Ja, in dem Sinne, schau mit V. Das war es erstmal für Project Hirnlos. Was leider doch etwas verbuggter ist, als ich gehofft hatte. Also, wie gesagt, es ist ja nicht in dem Sinne verbuggt, sondern es ist halt noch nicht fertig. Ach wow, jetzt wächst es doch. Mal.
What? Wer hat die doch gar nicht eingepflanzt? Nein. Nein. Schauen wir mal.